Also, jeder kennt's. Schule, Allgemeinwissen, runterlernen, weiter. Man hat nie so wirklich die Chance, jetzt wirklich seinen Interessen zu vertiefen, weil immer nur so kurz angeschnitten, dann geht's schon weiter. Wir haben Zeitstress, Klassenarbeit schreiben und gute Noten, damit alle was auch immer schaffen. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, die liebe, ich habe keinen Namen, Person X will gern zum Chor, hat aber keine Chance, sich irgendwo zu verreden in der Stadt, in der Schule. Dann nutzt die Skook, weil dann dort kann sie angeben, ich suche einen Chor, andere bieten einen Chor an, geben an, wir treffen uns dort und dort, ich mach Chorleiter und wie wir es gemacht haben, sagt Hannah. Genau, also Maya, Nele und ich haben das Backend gemacht, das haben wir in der Programmiersprache Python geschrieben und zunächst haben wir eine Datenbank erstellt, zu der euch Maya mehr sagt. Ja, wir haben in dieser Datenbank Tabellen definiert und diese dann verknüpft. Zum Testen haben wir dann Demo-Daten definiert und ja. Ja, wir beiden haben das Frontend gemacht. Dafür haben wir HTML, CSS mit Python, Flask und Jinja benutzt. Ja, wir haben so ein kleines Special-Feature, von dem er euch bestimmt gerne erzählt. Ja, jetzt möchten wir einfach da mal zeigen, was wir gemacht haben. Übrigens, da ist Hannah ganz stolz drauf, das hier ist das Logo. Ja, die Anwendung ist soweit benutzbar. Wenn man sie aufruft, kriegt man einen wunderschönen Hintergrund aus gräulichfarbigen Alpakas und kann dann eben auswählen, was man tun möchte. Man kann entweder ein Angebot nutzen oder ein Angebot erstellen. Nutzen wir doch mal eins. Zum Beispiel im Bereich IT und Technik können wir auswählen und kriegen dann eben Angebote aus IT und Technik. Da steht gerade nur eins drin, kann man dann auswählen, kriegt man Informationen darüber, kann auf Anmelden drücken, ja. Oder natürlich auch einfach ein Angebot erstellen. Und jetzt zu dem eben erwähnten Special Feature. Für jene, die Computer schon vor 2003 verwenden, denen ist das hier vielleicht ein Begriff. Karl Klammer, auch Clippy genannt, die schreckliche helfende Büroklammer aus Microsoft Word 95 und 2003. Wir haben es geschafft, die in JavaScript zu portieren und bei uns in unsere Anwendung zu integrieren. Das heißt, egal was man will, diese Klammer nervt einen. Sie hüpft rum, sie taucht auf, sie geht auf Formularfelder, die man gerade ausfüllen will, macht komische Sachen, wenn man draufklickt. Ja, das musste einfach sein. Daher kommt auch das kreative Logo. Das wär's von unserem Projekt, ja.